So einen Griff möchtest du bei dir in der Küche oder irgendwo an deinen Möbelstücken anbringen? Das habe ich schon unzählige Male gemacht. Und oft ist es mir passiert, dass ich mich verbohrt habe, dass die Griffe am Ende doch irgendwie schräg waren, vor allem wenn die nebeneinander sitzen. Und dafür gibt es zwar Schablonen, die man sich teuer kaufen kann. Ich zeige dir heute eine Möglichkeit, wie du dir so eine Schablone selber machen kannst und das für 0 Euro. Richtig, für 0 Euro. Natürlich brauchst du ein paar Schrauben, du brauchst ein Stück Holz, du brauchst vielleicht eine Klemmzwinge oder eine Schraubzwinge. Aber das hat man normalerweise in der Werkstatt oder zu Hause einfach so rumliegen. Und eigentlich ist es auch kein Trick. Die Kenner unter euch wissen, wie das Ganze geht. Aber das ist einfach so ein Video für die Laien, die es nicht wissen. So, und ich zeige euch den einen oder anderen Hinweis, der eventuell wichtig sein könnte. Du nimmst dir also ein Stück Holz. In dem Fall ist es Multiplex, 19 mm, das ist ein Stück Rest und ich habe mir einfach zwei Reste abgeschnitten. So, so ein Griff, ja, kann man sich online überall kaufen und die meisten Griffe haben eine Schraube mit einem Gewinde von 4 mm. Manchmal sind es 4, also meistens sind es 4, manchmal sind es auch 5 mm. Und das Wichtigste: die meisten Griffe zu 99% sind Normgriffe, das heißt der Achsabstand, sprich von Mitte Gewinde zu Mitte Gewinde, ist immer Norm. Das heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise, jetzt mal ganz grob angepeilt, 12, 9 müssten das sein. Also die sind überall gleich. So, es gibt wie gesagt schon Schablonen zu kaufen, aber das wollen wir ja nicht. Ich habe mir jetzt hier eine Hilfslinie angezeichnet. So, das heißt nämlich, wir brauchen hier einen Anschlag. Wir bauen uns quasi einen Winkel, den wir dann an die Tür anlegen können. Und das habe ich jetzt hier schon mal getan. Das heißt, diesen hier markieren wir uns mal schnell zwei Bohrpunkte. Und wir bohren das Ganze mal vor, damit wir das Ganze auch mal verschrauben können. Und wichtig ist jetzt hier, dass wir wirklich genau arbeiten, dass das Ganze bündig ist, wenn wir das Ganze verschrauben. Denn das ist unser Ausgangspunkt für alle Bohrungen. Und somit haben wir jetzt uns schon mal einen Anschlag geschaffen. Das heißt, zack, können wir das beispielsweise an der Schranktür ansetzen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns den Bohrpunkt vom Griff übertragen. Und das sind jetzt unsere zwei Bohrpunkte. Und bevor wir die jetzt mit einem Vierer Bohrer bohren, kürmen wir das Ganze vor. Ich habe dafür so einen Vorstecher. Kürmen tut man halt bei Metall, also vorstechen tun wir das Ganze. Das heißt, wir pieksen es hier an eine kleine Spitze hinein, damit unser Bohrer nicht wegdriftet und das Achsmaß dann sehr ungenau wird. Damit kannst du das Ganze umgehen. So, jetzt bohren wir das Ganze einmal vor. Das Ganze schaut dann so aus. Also nichts Besonderes, ne? Es ist einfach ein Stück Holz mit zwei Löchern drin, ne? Ein kleiner Tipp. Ich habe nämlich auch gerade so rüber geschielt und naja, bin ich da ein bisschen weggedriftet beim Bohren. Diese Schablone sollte eigentlich ziemlich genau sein. Aber wie gesagt, ein kleiner Tipp. Ihr könnt die Löcher anstatt mit 4 auch mit 5 vorbohren. So habt ihr so ein bisschen Spiel für den Griff nachher, den noch mal ein bisschen zu variieren. Oder wenn ihr das Ganze gebohrt habt und merkt, oh, das ist ein bisschen schief, dann bohrt die Löcher noch mal einen kleinen Ticken vor. So, jetzt ist es aber so, wir haben ja linke und rechte Schranktüren. Das heißt, wir bauen das Ganze noch mal spiegelverkehrt. Sprich, wir nehmen diese Schablone hier und setzen noch mal einen zweiten Anschlag an. So, den Anschlag kontrollieren wir auch noch mal mit einem 90-Grad-Winkel, bevor wir das Ganze verschrauben. So, und jetzt haben wir quasi ein Z-Stück. Wir haben hier einen Anschlag und wir haben hier einen Anschlag. Das heißt, wir können es einmal links ansetzen und einmal rechts. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns unten markieren. Du kannst da unten draufschreiben. Ich mache es mal so, dass ich hier ein Tischlerdreieck drauf zeichne. Ne, das heißt,
ja, ihr könnt es auch ausmalen. Das heißt, hier ist unten, hier ist oben. Ne? Das heißt, wir wissen jederzeit, wenn wir das Ganze anlegen, dass wir es auch richtig anlegen. Bevor wir das Ganze jetzt ausprobieren, möchte ich dir noch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar, wenn du jetzt nur einen Griff anbringen musst, ne, wie diesen jetzt hier, dann nimmst du dir einfach einen Streifen Isolierband, nimmst deinen Griff, klebst einen Streifen Isolierband auf deinen Griff drauf, ja, dann markierst du dir quasi die Bohrpunkte, piekst die einmal durch, ganz vorsichtig, also die Mitte, hier auch. Dann kannst du das Ganze abziehen, klebst auf deinen Schrank und dann hast du quasi die Bohrpunkte übertragen. Ganz, ganz einfach, so kannst du auch mal ganz schnell einen Griff anbringen. Da wir aber mehr als einen Griff anbringen, ist es sinnvoll, sich so eine Schablone anzufertigen. Wir nehmen die Schablone, setzen die an, unten bündig. Dann nehmen wir uns eine Schraubzwinge oder hier in dem Fall eine Klemmzwinge und fixieren das Ganze. Im Idealfall hängst du dir die Türen aus, damit du dir eine Menge Sauerei ersparst. Und bevor du jetzt abschaltest, einen Trick möchte ich dir noch verraten. Und zwar fragst du dich bestimmt, warum das Ganze ja nicht ausreißt, ne? Die Bohrpunkte hinten. Normalerweise kennen auch die meisten, legt man sich dort eine Platte hinter, zwingt die fest, dann reißt es garantiert nicht aus. Aber es gibt einen kleinen Trick. Verwende bitte den richtigen Bohrer. Es gibt Holzbohrer, die haben eine Zentrierspitze und zwei Vorschneiden. Oder nimm einfach einen scharfen Universalbohrer und dann bohr bitte langsam und sorg dafür, dass die Späne auch wirklich rausgeht. Das heißt, du bohrst, indem du bohrst, den Bohrer rausziehst, wieder rein, wieder raus, wieder rein, sodass die Späne draußen ist und dadurch bohrst du auch schön sauber das Loch und brichst nicht quasi durch die letzte Deckschicht, das ist nämlich hier eine Dekorschicht, und dadurch reißt das Ganze mal meistens aus. Und dann dürfte es bei dir auch so aussehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Würde mich über eine Handwerker-Daumen nach oben freuen und natürlich über Abos, wenn du mehr sehen willst von meiner neuen Werkstatt hier. Ciao.